Ah, servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder reinschaut. Heute habe ich für euch die Saleva Canvas Zustiegswanderschuhe für euch im Test. Und was mir dem besonders aufgefallen ist, ja, ihr seht es schon, hier haben wir das Damenmodell und hier haben wir das Herrenmodell. Bei der Sohle, sehr interessant, das ist eine Pomoka-Sohle, sehr, sehr grippig, sehr stark, einen hervorragenden Griff. Und ihr seht, ihr habt ja auch eine Kletterzone drin, also ihr könntet diese Schuhe auch für den Klettersteig hernehmen. Oder als Zustiegsschuhe für den Klettersteig, für das habt ihr hier hinten diese Schlaufe, damit könnt ihr es schön am Rucksack festmachen. Ein sehr robuster Oberstoff, damit könnt ihr auch mal gerne am Fels vorbeikratzen, ohne dass das Ganze kaputt geht. Gutes Abrollverhalten, dämpft er sehr gut. Den ein oder anderen Magen am Anfang der Canvas von Saleva etwas zu fest und zu starr sei, aber der geht sich wirklich hervorragend und schnell ein, der Canvas Wander- oder Zustiegsschuh. Ideal für Wanderungen in den Mittelgebirgen oder auf die Alm rauf oder eben als Zustiegsschuh durch verblocktes Gebiet. Der Schuh kommt 2022 in die Läden. Was mir auch gut gefallen hat, ist hier diese extra weiche Zunge und dass hier vorne im Zungenbereich im Vorderen das Ganze abgedeckt ist. Hier habt ihr einen Zehenschutz bei der Zehenbox und einen wirklich guten Griff auch in der Ferse, damit er da nicht rumrutscht und Wasserblasen. Ja, der Canvas von Saleva ist ein wirklich durchdachtes, rundum gelungenes Konzept. Und deswegen kriegt er auch 6 von 6 möglichen Kinder-Outdoor-Kompassen. Ein Schuh, ideal, um mit der Familie in den Mittelgebirgen oder auf Almen in den Bayerischen oder anderen Teilen der Alpen zu wandern. Weitere Outdoor-Tests findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns vorbeischaut. Ihr dürft mich gerne liken. Ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Pfiat.